Hallo, in diesem Video geht es um die Kartoffeltechnik. Hier schauen wir wieder ins Jobmenü mit P unter Fahrzeuge, Wurzelfrüchte, Kartoffeltechnik und Kartoffellegemaschine. Ich fasse diese zwei wieder in ein Video zusammen. Verbrauchsgüter, die machen wir dann am Ende. Kommt dann hier unten nochmal diese ganzen Paletten und so weiter. Da gehen wir das nochmal durch. Genau, und dann fangen wir mal an mit Kartoffellegemaschinen. Wir haben hier die Grimme GL420. Hat ein Fassungsvermögen von 2665 Liter, ein Gewicht von 2,4 Tonnen, empfohlene Motorleistung ist 150 PS, Arbeitsbreite 3 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 12 Stundenkilometer und als Bereifung hat es ein TM600 Bereifung drauf. Dann kommen wir zur Grimme Brios 440, hat einen Tank von 8.150 Liter, 6,1 Tonnen Gewicht, eine empfohlene Motorleistung von 165 PS, 3 Meter Arbeitsbreite und 12 Stundenkilometer Arbeitsgeschwindigkeit. Dann kann man hier noch auswählen, Spurreißer ja oder nein. Und dann kommen wir auch zur nächsten, der Grimme GL860 Kompakter. Hat ein Fassungsvermögen von 8.000 Liter, ein Gewicht von 7,1 Tonnen, empfohlene Motorleistung ist 170 PS, Arbeitsbreite 6 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 12 Stundenkilometer und Bereifung hat sie T510 Reifen drauf. Dann gehen wir zur Erntetechnik. Da haben wir den Rubag Heiler 2 RK22. Der hat einen Bunker von 10,7 Kubikmeter, ein Gewicht von 12,6 Tonnen, empfohlene Motorleistung ist 200 PS, Arbeitsbreite 1,5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 10 Stundenkilometer und als Reifen hat er drauf die Terrain-Kontakt HT-Reifen. Unter Konfiguration haben wir die Möglichkeit, hier das Ganze nochmal zu konfigurieren. So hat er nur einen Bunker von 9,6 Kubikmeter und so von 10,7 Kubikmeter. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Reifenhersteller und Reifenvariante zu wählen und dann nochmal die Edition, Silver Edition, ja oder nein. Was ist bei der Silver Edition anders? Gut, da haben wir hier nochmal so Blechverkleidung mit dabei. Dann kommen wir zum Grimme Evo 92. Hat einen Bunker von 12 Kubikmetern, ein Gewicht von 12,7 Tonnen. Empfohlene Motorleistung ist 200 PS, Arbeitsbreite 1,5 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit 10 Stundenkilometer. Hier haben wir die Möglichkeit, unter Konfiguration den Reifenhersteller und die Reifenvariante zu ändern. Dann kommen wir zu unserer Selbstfahrermaschine, und zwar die Grimme Ventor 4150. Hat eine Motorleistung von 530 PS, stufenlos, 750 Liter Kraftstofftank, 25 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, 22,5 Kubikmeter Bunker, 30,5 Tonnen schwer, 10 Stundenkilometer Arbeitsgeschwindigkeit und Bereifung hat es FL02 drauf. Hier können wir bei den Konfigurationen Reifenhersteller und Reifenvariante ändern. Gut, dann sind wir mit der Kartoffeltechnik auch schon durch. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, könnt den Kanal abonnieren. Und wir hören uns dann im nächsten Video. Yeah.